Das heutige Thema wird äußerst interessant. Nicht nur, weil ich einiges an Recherche gemacht habe, sondern hat mich ein ganz, ganz bestimmtes Thema interessiert. Wir kennen doch alle Limit oder MP Express aus dem Moviepark. Aber warum stehen die eigentlich in jedem Park gefühlt? Und warum schlagen die eigentlich? Und gibt es vielleicht noch andere Modelle in dieser Art? Das habe ich herausgefunden und habe dazu mir Hilfe von Marvin, aka German Coaster Enthusiast, geholt, der mit mir zusammen jetzt euch hier die verschiedenen Modelle von SLC präsentiert. Ich würde mal sagen, schnacken wir nicht viel rum, kommt jetzt das Intro und wir legen los. Was ist das jetzt nun für ein Modell, was überall gefühlt in einem Freizeitpark steht? Ja, ich habe mal nachgeschaut. Insgesamt wurden sogar 47 weltweit ausgeliefert. Ihr könnt euch das mal 47. Davon stehen alleine 8 in Europa. Mittlerweile wurden allerdings 7 Stück wieder außer Betrieb genommen. Aber was es da für große Unterschiede gibt? Am 9.05.1992 öffnet im Six Flags Great America Batman The Ride. Der erste B&M Inverted Coaster. 30 Meter Höhe, 80 km/h und 5 Inversionen in einem kompakten Layout machen das Modell schnell zu einem Erfolg. Allein vom Batman Clone hat B&M schon 12 Stück verkauft und auch andere Modelle wie Black Mamba, Banshee oder Montu gehören immer noch zu den beliebtesten Bahnen in ihren Parks. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum ich von B&M und nicht von Vekoma erzähle. Das liegt daran, dass der SLC nichts weiter als Vekomas Antwort auf dem B&M Invert war. Vekoma hat einfach nur den Erfolg von B&M gesehen und machte sich schnell ans Werk, eine Alternative zu entwickeln. 2 Jahre später war es dann soweit. Der Prototyp, also genau das Äquivalent vom B&M Inverted Coaster, wurde 1994 das erste Mal im damaligen Six Flags Holland ausgeliefert und steht da bis heute im Park. Die Bahn ist 31 Meter hoch und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern. Der Zug rast dabei in 2 Minuten und 2 Sekunden durch die 662 Meter lange Strecke und fährt dabei 5 Inversionen ab. Dabei handelt es sich um einen Rollover, einen Sidewinder und 2 Inline-Twists. Der größte Unterschied zum späteren Standardmodell ist die Höhe und die Streckenlänge. Die Bahn hatte allerdings 2021 auch neue Züge bekommen von Vekoma, dazu allerdings später mehr. Das Standardmodell aber, was ihr wahrscheinlich auch als Limit im Heide Park oder im P-Express im Moviepark kennt, unterscheidet sich von den beiden Prototypen, wie Lukas gerade schon gesagt hat. Mit 33,3 Metern Höhe und 689 Meter Länge ist es etwas höher und länger als Condor im Walibi Holland zum Beispiel oder T3 im Kentucky Kingdom. Aber der einzige Unterschied, den ich im Layout wirklich finden kann, ist, dass die letzte Kurve beim Prototypen geradeaus geht und beim Standardmodell etwas nach rechts geht. Insgesamt wurde das Modell dann 27 Mal ausgeliefert. Das Standardlayout gibt es auch nochmal mit einer Helix am Ende. Das wurde insgesamt 5 Mal gebaut und ich bin persönlich auch bereits schon eine gefahren, und zwar Blue Tornado aus dem Gardaland. Und ich bin mal ehrlich, diese Bahn ist katastrophal. Also, wenn ihr das nur einmal countet, ist okay. Aber bitte, bitte verzichtet auf diese Bahn. Weil diese Bahn gibt euch am Ende in der Helix einen sowas von heftigen Knockout, dass ihr, ja, keine Ahnung, dann habt ihr das Gefühl, dass ihr im Konkon Coaster plötzlich sitzt. Extended. Eher unbekannt müsste die nur 2-mal gebaute Extended-Version sein. Diese hat die gleiche Reihenfolge an Elementen wie der Standard-SLC mit Helix. Hier ist das Layout aber anders ausgelegt und der Sidewinder endet in Richtung der Station und nicht von ihr weg. Insgesamt ist das Ding dann 787 Meter lang und von den 2 gebauten Exemplaren steht heute nur noch Vortex im
Siam Amazing Park in Thailand. Auch interessant finde ich, ist, dass dieses Modell eine Kapazität von nur 500 Personen pro Stunde hat und mit 72 km/h 8 km/h schneller als die meisten anderen SLCs ist. Komisches Teil. So, dann kommen wir mal zu unserem letzten Modell auf der Liste. Das ist das Shenlen-Modell. Und ja, ich habe den Namen nicht erfunden. Sorry an der Stelle. Dieser Typ ist einfach viel weitläufiger und das Layout besteht aus mehr als den normalen Inversionen. Das heißt, wir haben einen Looping, wir haben eine Cobra Roll, wir haben eine Zero-G-Roll und eine Helix am Ende. Aber Vorsicht! Von diesem Modell gibt es noch eine weitere Version mit einer zweiten Helix am Ende. Das heißt, das Shenlen-Modell wurde viermal ausgeliefert und davon zwei mit einer extra Helix am Ende. Ja, jetzt müsste ja eigentlich auch jedem klar sein, was ein SLC so attraktiv gemacht hat. Kompakte Layouts mit vielen Inversionen, die man für relativ wenig Geld fast überall hinstellen konnte. Abgesehen von den ganzen Clones gab es aber auch zwei Custom-Modelle. Na okay, sagen wir eineinhalb. Denn der erste, namens Great Nor'easter and Morris Pierce, hat eigentlich das Standard-Layout, mit dem einzigen Unterschied, dass die Station und die Schlussbremse anders positioniert sind, weil Morris Pierce halt ein Boardwalk-Park ist. Der wesentlich interessantere Custom-SLC ist aber Odyssey im Fantasy Island in England. Mit einer Höhe von 51 Metern, 100 km/h und fast 900 Metern Strecke überragt sie nicht nur jeden SLC, sondern auch fast alle Inverted Coaster generell. Und auch wenn die Bahn mit dem fragwürdigen Fahrverhalten der anderen SLCs einhergeht, würde ich sie wegen der Größe echt gerne mal fahren. Es gibt doch noch mehr Modelle, als ich dachte. So, nachdem wir alle noch einmal vorgestellt haben, reden wir jetzt mal über das, was den SLC so bekannt macht. Wenn auch nicht im guten Sinne. Die Dinger fahren sich nämlich einfach plompt. Die Dinger fahren sich scheiße. Und wie ihr das in dem Video schon gemerkt habt, es gibt kein Erbarmen. Diese Dinger schlagen wie die Hölle. Aber das sollte euch ja nichts Neues sein, wenn ihr euch dieses Video anguckt. Vekomas alte Schienen, Inverted und dann auch noch solche komischen Inversionen. Also viel mehr als nur Prügel kann man hier nicht erwarten. Diese riesigen Schulterbügel, die laden einen ja quasi dazu ein, seinen Kopf so richtig hart da rein zu prügeln während der Fahrt. Das ist doch nicht normal. Deswegen gibt es mittlerweile auch neue Züge. Ja, einmal von Vekoma selbst und mit Wespenbügeln. Ja, und die Vekoma-Dinger, die bringen halt tatsächlich auch was. Na, die haben aus ihren Fehlern gelernt, offensichtlich. Und dann gibt es ja noch Kumbak. Ja, Kumbak? Ja, Kumbak ist auch eine niederländische Firma, die auf der Bahn T3 im Jahr 2015 ihre Züge eingebaut haben. Bei diesen Zügen ist dein Kopf zwar in Sicherheit, dafür sollte es aber anfühlen, als würden deine Beine amputiert werden. Und so hat jeder seinen Lieblings-Drecks-SLC. In meinem Fall ist es Blue Tornado und in Marvins Fall El Condor aka Condor im Walibi Holland. So, dann sind wir nämlich auch schon fast beim Ende angekommen, denn der letzte SLC wurde 2017 unter dem Namen Queen Cobra eröffnet. Und auch auf Vekomas Webseite wird der SLC nicht mehr angeboten. Das Kapitel scheint damit abgeschlossen zu sein, was aber, glaube ich, sowohl für Fans als auch für Vekoma nicht allzu tragisch sein sollte, weil allzu großer Beliebtheit hat es sich ja nicht erfreut. Stattdessen gibt es ja jetzt den STC, Suspended Thrill Coaster, den ihr als Hals über Kopf in Tripsville ja schon kennen solltet. Und fast alle neuen Vekoma-Bahnen hat Hals über Kopf ja auch fast nur positives Feedback bekommen. Am Ende des Tages bleibt der einzige gute SLC, The Great Nor'easter, weil der tatsächlich neue Züge und auch ein volles Retracking bekommen hat. Das bleibt aber wahrscheinlich auch der einzige, weil das Ganze 5 Millionen Euro gekostet hat und sich wahrscheinlich nicht viele Parks dazu entscheiden werden, so viel Geld auszugeben. Aber laut allen YouTubern, die diese Bahn bis jetzt gefahren sind, soll sie sich echt gut fahren und ist auf jeden Fall etwas sehr Besonderes. Ein SLC, der sich gut fährt. So, nachdem wir euch jetzt ein bisschen vollgelabert haben zu dem Thema SLCs und STCs,
Was ist eure Lieblingsbahn? Also, seid ihr schon eine gefahren? Oder hattet ihr vorgehabt, eine zu fahren? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Mich würde es wirklich sehr interessieren, welche Bahn ihr schon gefahren seid. Und wie euer Feedback zu der Bahn ist. Aber Marvin, ich muss da mal jetzt was ansprechen. Also abseits jetzt von Schlägen und so. Ich bin ja Taron im Phantasialand gefahren. Aber mir hat die Bahn überhaupt nicht gefallen. Wie stehst du zu Taron? Also ich bin Taron im Wintertraum 2018 gefahren und fand die Bahn sehr, sehr geil. Tja, tut mir leid, ich kann deine Meinung leider nicht untermalen. Ja, also es gibt schon manche Leute, die von Taron so ein bisschen enttäuscht sind. Also ich bin mit einer relativ moderaten Erwartung reingegangen und fand die Bahn halt echt geil. Keine Ahnung, kann ich aber auch verstehen, dass manche ein bisschen enttäuscht sind. Solange man sie jetzt nicht irgendwie unter Moviepark Studios rankt oder so, finde ich eigentlich alles gut. Was? Du sagst, Moviepark Studios ist nicht gut? Das habe ich damit nicht behauptet. Aber also, Taron ist halt einfach ein ganz anderes Niveau. Ja, unter Moviepark Studios. Ah, Moviepark Studios hat aber eine Sache, die Taron nicht hat. Und zwar... Genau, und dann kommen wir Shenlin. Shenlin. So. Ja, und wir